Schatz, komm. Das hat dir noch gar keine Weide gemacht. Ja. Was sind denn die Kinder jetzt? Das ist jetzt aber doof. Die sind jetzt wohl genährt und liegen jetzt, glaube ich, entweder im Bett oder auf der Couch und chillen. Warum machen wir das nicht? Ja, weil wir die vernünftigen Erwachsenen sind. Wir dürfen es nicht. Wir müssen leider arbeiten. Gut, Schatz, bei dem Punkt bin ich raus jetzt. Du kannst weitermachen, ich gehe auch auf die Couch. Nein. Melli zeigt protestantische Arbeitsmoral mitten im katholischen Rheinland. Und wer weiß, vielleicht findet sich sogar noch ein Schatz aus der Römerzeit. Wahrscheinlich aber eher nicht. Wollen wir jetzt versuchen, den Bambus in dem ganzen Ding hier runterzuschleppen? Hast du den Schotter da schon runtergemacht? Wann denn? Dann noch? Wann denn? Dann pass auf. Ich gehe den Schutt wegbringen und du machst die Steinschraube weg vom Bambus. Und dann holen wir ihn hier runter. Dann brauche ich wieder einen Eimer. Noch steht der Bambus im ersten Stock. Melli hat schon länger die Vermutung, dass ihm der Standort nicht gut tut. Doch jetzt bestätigt sich ihr Verdacht. Ja, irgendwas fliegt da weg. Ich hoffe nicht, dass der hier irgendwelches Ungeziefer hat. Oha, wenn das Insektenskeptiker Michi hört. Der Bambus, der stand bislang indoor und das kann tatsächlich für einen Bambus schädlich sein, da sich so die weiße Bambusfliege ansiedeln kann. Die ist aber ganz einfach mit Wasser zu beseitigen. Das Gute ist, Melli platziert den Bambus jetzt draußen. Es kommt ein bisschen Regen und dann ist die Sache schon von alleine erledigt. Nee, ich würde es, glaube ich, dem Michi jetzt tatsächlich nicht sagen, weil dann sagt er nämlich, ja, dann brauche ich mir jetzt hier den Aufwand nicht machen und das Riesenloch hier buddeln, wenn der eh nachher kaputt geht. Hoffentlich merkt Michi beim Runtertragen nicht, wie ernst es um Mellis Zögling steht. Die Steine sind draußen. Tut der Mann nur so, als ob er die Fliegen nicht sieht? Können wir. Aus dem Fenster schmeißen, gerade die Runde. Ja. Nein. Wenn wir zielen, passt der vielleicht direkt ins Loch oder so. Komm, Schatz. Vielleicht hätte Melli besser mit einem Bonsai angefangen. Hätte mich Treppe vorher ein bisschen einölen sollen, oder was? Ja. Warte, jetzt muss ich ja noch aufstehen wieder. Nein, du kannst auch im Arsch hier rausgerutscht kommen, Schatz. Hauptsache, der Mann merkt nicht, wie ernst es um den Bambus steht. Sonst landet er am Ende doch noch auf dem Grill. Das Gesamtbild nachher wird mit Sicherheit gut, wenn das nachher schön aufgefüllt ist. Wir wollen hier ja auch noch so einen kleinen Brunnen reinstellen. Ein bisschen Beleuchtung noch integriert hier reinbauen. Dann wird das bestimmt cool. Hört sich so an, als hätte Melli sich durchgesetzt und Michi nichts gemerkt. Und dann das. Was ist denn da für ein weißes Gefieder da drin? Das ist die Natur. Gebt dem Bambus eine Chance. Hat die Expertin recht, erledigt sich das Problem von selbst. Wir feiern feierlich das Setzen des Bambus. Auf dass er noch lange uns mit seiner Anwesenheit beehrt. Muss das sein? Als neues Abstandsgrün im Outdoor-Bereich. 4 Wochen später geht's deutlich Richtung Winter. Doch der Bau der Outdoor-Küche läuft weiter auf Sparflamme. Das Projekt ist durch den vielen Regen ins Schwimmen geraten. Wenn das Paar zum ersten Schnee fertig sein will, dann muss es jetzt ran. Es ist nicht wirklich arbeitsfreundlich heute. Es hat jetzt gerade mal kurz aufgehört. Aber ich muss mir jetzt deine Regenjacke leihen. Ich habe gar keine Regenjacke, habe ich gerade festgestellt. Aber wir müssten jetzt Gas geben, solange es jetzt einigermaßen trocken ist. Ich habe zumindest schon mal einen Kaffee, das so lässt sich ein Tag anfangen. Ich habe heute vor, das Dach zu bauen. Tatsächlich. In der Zwischenzeit wurde auch das zweite Prunkstück der Outdoor-Küche geliefert. Leider in der falschen Größe. Es kam dann endlich der Ofen. Super fein, wir haben uns alle gefreut. Geplant war 90 auf 90, so habe ich die Unterkonstruktion gebaut. Ja, dann kam der Verkehr, der war dann Meter auf Meter. Ich habe ihn für den gleichen Preis bekommen, wie ich für den kleinen hätte zahlen müssen. Jetzt muss ich wohl noch ein bisschen basteln und noch was drumherum bauen. Man muss immer das Beste aus der Situation machen. So stehen lassen sieht nicht schön aus, daher alles wird schön gemacht. Ich weiß gar nicht, das ist da eigentlich gar kein Problem. Der hat einen großen Pizzaofen zum Preis von einem kleinen Pizzaofen bekommen
Gut, es ist jetzt alles nicht mehr so optisch gut beieinander, aber so wie das momentan aussieht, ist das doch völlig in Ordnung. Und Pizza wird auf jeden Fall da draus schmecken, auf jeden Fall. Damit die XXL-Pizzabäcker künftig trocken bleiben, will Michi mit Kumpel Uwe heute anfangen, das Dach zu bauen. Ach, Schatz. Guten Morgen. Wie guten Morgen? Hast du mal auf den Tacho geguckt? Ja, die Besten kommen zum Schluss. Nochmal guten Morgen an alle. Mosche, mein Schatz. Guten Morgen. Die Kraft ist da. Jetzt geht's los. Michi weiß sogar schon, wo die Pfosten für die Unterkonstruktion hinkommen sollen. Mehr aber noch nicht. Planlos. Hier geht's erstmal nur ums Dach. Wir fangen einfach an. Mal gucken, ob's passt. Ich ahne wieder Schlimmes. Wie jedes Mal bei so Bauaktionen. Zu spät angefangen. Und jetzt müssen wir die Zeit leider wieder reinholen. Und es regnet noch. Kommt noch erschwerend hinzu. Weiße Männer in fortgeschrittenem Alter finden ja immer was zu meckern. Das war mir klar. Steht überall ein Gemüse rum. Wegen dem Gemüse hier. Weil Bratwurst im Garten nicht wächst. So, wir müssen aber jetzt tatsächlich einen langen Balken holen, den wir jetzt mal hierher legen, damit wir das Gefälle ausmessen können. Gucken, wie weit Gefälle wir haben, dass wir die Balken ausmessen können, dass wir es abschneiden können. Ein Satteldach braucht zwingend ein Gefälle, damit das Regenwasser abfließen kann. Diese Formel kann man im Internet berechnen und danach recherchieren. Meinst du, es reicht vom Gefälle so? Hier muss eine Wasserwaage drauflegen. Ja, ich schreib's dir hier, warte. Eine Abwasserleitung, 5 Grad oder was? Ja, jetzt wirst du aber. Das wäre gerade. So wäre gerade. Ja, dann lass mal so. Weil da passt genau mein Arm drunter. Wenn wir Ziegel haben, ja? Dachziegel. Ja. Reicht das vom Gefälle? Oder ein bisschen wieder ab? Ja gut, das Gefälle, der Schnee bleibt eh drauf liegen, wenn du welchen hast hier. Ich bin tatsächlich ein bisschen überrascht gerade, dass die Jungs so planlos an die ganze Sache gehen. Sowas weiß man doch eigentlich schon vorher. Wenn es nicht klappt, der Michi hat das Gefälle festgelegt, ist ja schon mal klar. Nee, du sitzt da hinten mit deinem... Ja, dann bin ich zu kurz, da kann ich nichts dafür. Mit zu kurz kennst du dich ja aus, komm runter jetzt. Um die Pfosten anzubringen, haben Michi und Uwe Füße in die vorgebohrten Löcher auf dem Boden geschraubt. Gleich können sie den ersten Querbalken auflegen. Das Ergebnis sieht mehr aus wie eine japanische Gartenpforte. Schon schön schräg, aber auch ganz schön hoch. Das kommt mir fast zu hoch vor, ja. Was denn? Jetzt da irgendwo weißt du, was wir gemacht haben? Ja, wir haben die Balkenstärke nicht abgezogen. Die Balkenstärke nicht gemessen. Ja, gut, dass du echt noch mal drüber nachgedacht hast. Weil mir kommt das ein bisschen hoch vor. Ja. Hey, wenn man nicht alles alleine macht. Ja. Also 16 cm abschneiden. Warum wundert mich das nicht? Und vor allem das Wetter geht. Vor allen Dingen ist ja unten schon festgeschraubt. Ja. Und vor allen Dingen müssen wir wieder alles abschrauben. Keine Angst, wir haben das auch nicht in allen Details verstanden. Wir haben jetzt das Gefälle, also wir haben Gefälle. In die falsche Richtung. Aber es fällt halt in die falsche Richtung. Das ist ein Gefälle, was nicht gefällt. Ein seltsames Gefälle. Es muss also nachgefälscht werden, und zwar um 16 cm. Weiterhin unklar bleibt, auf welches Endgefälle der Herr Baumeister mit den Pfosten kommen will. Nach 15 bis 20 Grad sieht das immer noch nicht aus. Bevor wir hier den entscheidenden Schritt wagen mit Festschrauben, Kontrolle ist besser. Mir sieht das gleich hoch aus. Ja, ich habe Angst. Ich habe ja nicht gemessen. Ich habe nur festgehalten. Und das möchte der Uwe festgehalten wissen. Mellis Ehemann ist sich hingegen mit dem Gefälle sicher genug, um die beiden Pfosten fest zu verschrauben. Melanie beobachtet den Fall mit zunehmender Sorge, denn sie kennt ihren Pappenheimer. Bist du soweit? Oder? Ich habe hier noch Reserven. Michi, kannst du mir jetzt noch mal erklären, wie das jetzt aussehen soll? Weil im Gefälle sehe ich da jetzt nicht drin. Oder wie geht das jetzt? Mir gefällt's. Ja, toll. Wie, was denn für ein Gefälle? Wie hast du das denn jetzt vor? Wird da jetzt oben drauf noch was gelegt? Ja, von da nach da legen jetzt die Balken hin. So. Schick. Da oben drauf. Ja, unten drunter macht es so Sinn. So hoch. So hoch. Und vom Gefälle? Was gefällt dir denn nicht? Das Gefälle, es ist doch kein Gefälle da drin. Ja, es soll ja auch nicht nach da Gefälle haben, es soll ja von da nach da Gefälle haben.
Das heißt, es ist hier oben, muss ja dann höher sein als da. Jetzt wird ein Schuh draus. Nee, aber weil das so hoch ist. Das ist so hoch. Das ist vom Auge. Da musst du wachsen. Lass mich mal jetzt hier gucken. Dann schütt mal hier. Gesehen, Schatz, bist du zu klein. Genau. Bist du zu klein, ist das zu hoch. Ich hab wir legen den Balken jetzt drauf und dann ja, gucken. Ja, mach mal. Bevor wir, wenn der Balken jetzt liegt, können wir die Wasserwaage ja drauflegen und dann sind wir doch safe. Aber wir haben eben schon mal geguckt, es sollte passen. Ja, aber das war eben. Und die Erde ist rund. Da kann schnell mal was ins Rutschen kommen. Hä? Wo ist da jetzt ein Gefälle? Das ist da. Das ist das Gefälle in der falschen Richtung wohl. Bleib du mal entspannt. Lieber noch mal mit der langen Wasserwaage checken. Uwe beginnt langsam zu verzweifeln. So, in welche Richtung soll nochmal das Gefälle gehen? Zum Uwe runter? Ja. Dann ist es nicht korrekt. Das siehst du von hier hinten auch. Nee, das geht hier zur Hauswand. Wo haben wir denn jetzt den Denkfehler? Dass einer mal falsch denkt, kann man ihm nicht verdenken. Was, gar kein Gefälle? Nee. Millimeter, also nicht viel. Der Balken ist nicht gerade, aber in sich gerade, ja. Also wir haben kein Gefälle. Und das verstehe ich jetzt gerade nicht, wo unser Denkfehler ist. Also wir schrauben den jetzt nochmal ab, dann nehmen wir nochmal 16 cm weg. Dann ist der, wir gucken jetzt, warte. Boah. So, das sind 16 cm. So, und dann wären wir hier. Und dann kommt's hin. Uwe ist schon ganz unten. Also, mit den Nerven. Nochmal 16 runter. Ja, ich weiß nicht, was mit dem Uwe und mit mir da los war. Ist halt so. Warte. Ganz kurz. Habt ihr das ausgerechnet vorher? Da gibt's extra eine Formel und eine Ich wusste es, dass das kommt. Gefälle zu berechnen. Dann rechne. Der Satz. Ich soll das jetzt machen? Ja. Du klugscheißest gerade hier rum. Ich will ja nicht klugscheißen, ich will ja nur einen Tipp geben. Ja, alles gut. Ich bin aber jetzt nass. Genau. Also ich gehe mal davon aus, dass sie jetzt meint, dass man das Gefälle berechnet für ein Pfannendach. Rechnen wir mal mit 15%. Das Dach ist 5 Meter breit, also 5 Meter lang. Und da wollen wir das entsprechende Gefälle haben. Nämlich die 5 Meter und will 15 Grad haben, dann brauche ich, das sind 75 Zentimeter. Gehen Sie zurück auf Los. Begeben Sie sich direkt dorthin. Ziehen Sie keine 4.000 Euro ein. Das dritte Mal. Vermessen. Ich nicht. Michi hat sich vermessen. Nö. Wir? Wir haben uns vermessen. Oh, das ist so, wenn ich kein Zielwasser habe. Achtung, festhalten. Ja, Wahnsinn. Also der Michael, der hat die Ruhe weg, ne? Ich find's total verrückt. Sowas muss man eigentlich wirklich vorne erstmal ganz kurz abchecken. Wie viel Gefälle brauche ich? Wie baue ich das auf? Nicht erst, wenn ich auf der Leiter stehe und dann noch mal hier und da ein bisschen basteln. So funktioniert das eher nicht. Und dann kommt man auch durcheinander und verhaspelt sich da. Das ist einfach, das gehört für mich zur Vorplanung und zur Vorbereitung. Alles andere wäre auch vermessen. Und das hatten wir heute schon dreimal. Der vierte Versuch muss nun wirklich Maßarbeit werden. So. Du kommst mit dem Zettel was? Und mit dem Dings. Was hast du jetzt für die Idee? Wegen deinem Gefälle. Es kommt drauf an, was das für ein Dach sein soll. Ja. Wenn das zum Beispiel ein Steildach. Ich habe ja gar keine Ahnung, was es da für Varianten. Vielleicht hätten wir auch noch mal mit dem Fachmann sprechen sollen. Den hast du ja jetzt vor dir. Genau. Da sollten nämlich dann 20%. Na, wenigstens einer hat's verstanden. Wie viel habt ihr jetzt? Müsste ich gucken, aber es sind auf jeden Fall mehr wie 10, 15 Grad. So, Pi mal Daumen. Dann macht ihr mal, ich bin gespannt. 3 Grad habe ich. Ja, 3 Grad, das ist schick. Das ist genau richtig. Nee. Ich mache jetzt ein Foto und schicke das einem bekannten Dachdecker. Und fragt den, ob das so korrekt ist. Fachleute. Die Baumeister sind amüsiert. Was können Fachleute Enthusiasten schon groß beibringen? Schraub nicht so fest, dann sind wir bei ihm gerade.
Wollen jetzt kommt sie mit irgendwelchen Fachleuten, wenn du mal Fachleute brauchst und sie fragst. Wo. Da sind wir wieder beim Plan. Ja, da haben wir keinen. Die beiden fuhrwerken schon mal munter weiter rum, bis Melli mit dem Experten in der Leitung kommt. Der wird ihnen dann aufs Dach steigen. Boah. Ja, müssen wir halten wir die Waag gleich vorne dran. Ja, ja, dann mach erstmal das Loch. Warte mal kurz, ich geb dich mal weiter. Dank dir, tschö. Schatz, ich hab jemanden organisiert von einer bekannten Freundin, der Mann, Freund, Lebensgefährte. Ja, wollt ihr mir helfen? Nee, wo ist er der ist der Spezialist hier für Dachbau. Ach, der ist am Zimmermann, Telefon. Der ist am Telefon. Ich hab den jetzt nicht in der Tasche gehabt, nee. Nee? Ist der dran schon? Der ist jetzt dran, ja. Michel hier, hi. Gute. Ja, folgendes Problem. Wir wollten hier ein Dach bauen mit Dingenskirchen, hier mit so Dachpfannen. Und wir haben ein Gefälle von 3 Grad jetzt. Das ist aber doof. Hier, da müssen wir umschwenken, dann müssen wir es anders machen. Ja, wir sind jetzt ein bisschen schlauer. Das Telefonat hat ergeben, dass wir kein Satteldach bzw. Pfannendach machen können, weil das Gefälle zu niedrig ist. Ich komme mit dem 3 Grad Gefälle nicht hin. Wir bräuchten bei einem Dach mit Dachziegel ca. 15 Grad Gefälle. Und die kriege ich nicht hin, da komme ich fast ohne mein altes Dach im Haus. Und wir machen jetzt ein Blechdach hin. Das verklicke ich Melli jetzt noch, das gibt schöne Varianten. Und alles wird gut.